Guten Abend, Dresden! Herzlich willkommen zu unserem 14. Treffen gegen Glaubenskriege, religiösen Fanatismus und für die Meinungsfreiheit. Wie immer, vor Beginn ein paar organisatorische Sachen. Striktes Alkoholverbot, das Verbot von Mitführen von Hunden, abgesehen von blinden Hunden, und das Verbot zum Mitführen von Glasflaschen oder ähnlichen splitternden Gegenständen. Ich bitte euch, den Anweisungen der Ordner und der Polizei wie immer Folge zu leisten. Für deren hervorragenden Einsatz ich mich abermals bedanke. Auch heute heißt es wieder, jeder von euch ist Ordner. Gebt Schreihälsen, Störern und Fake-Reportern keine Chance. Jeder von euch ist verantwortlich für den Nachbarmann. Dresden zeigt, wie es geht. Ich will heute nur ein paar kurze Sätze verlieren, bevor ich zu Tatjana Festerling übergebe, was unsere erste Gastrednerin ist. Und zwar möchte ich kurz Stellung nehmen, erstens zur Frauenkirche hinter uns, die das Licht ausgemacht hat. Zu mir kam gerade eben ein älterer Herr und sagte, dass er mindestens hier 1000 Menschen vermutet, die für den Wiederaufbau gespendet haben. Und jetzt wird uns einfach das Licht ausgeknipst, auch diesen Spendern. Ich finde es unmöglich, aber es ist den Herren überlassen, was sie tun, ob sie sich hinter uns oder eben gegen uns stellen. Zum Zweiten möchte ich kurz Stellung nehmen zu den Sachen, die über mich aufgetaucht sind. Da ist ein 3 Jahre altes Foto mit einem Bärtchen, weswegen ich, das war einer der Gründe, weswegen ich zurücktreten musste. Zum Zweiten sind Screenshots aufgetaucht, die zum Teil bearbeitet und gekürzt waren, in denen ich einfach ein paar Worte benutzt habe, wie jeder von uns. Jeder, bin ich mir sicher, schon mal am Stammtisch benutzt hat. Noch dazu waren das Sachen, die in einem privaten Chat abliefen. Deswegen auch diese sinnlose Ermittlung wegen angeblicher Volksverhetzung gegen mich absolut ins Leere laufen wird, ist Blödsinn. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon bei euch fürs zahlreiche Erscheinen. Danke für euer Vertrauen und wir werden weitermachen. Es gibt keinen anderen Weg. Und um gleich noch eins zu sagen, wir halten weiterhin an unseren 19 Punkten fest. Es wird kein, wie in der Presse angekündigt, Rechtsruck oder sonst irgendwas geben, das ist Blödsinn. Vom ersten Tag an sind wir für ein Programm auf die Straße gegangen und an dieses halten wir uns. Punkt. Ich darf euch jetzt vorstellen, Tatjana Festerling, unsere erste Gastrednerin des heutigen Abends, und wünsche euch viel Spaß bei ihrer Rede. Liebe Dresdner, liebe Freunde, es ist Balsam für die Seele, bei euch sein zu dürfen. Hier tanken wir Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Gemeinsam atmen wir den Geist der Freiheit und spüren einen Zusammenhalt, wie es ihn sonst fast nirgendwo mehr gibt. Am 22. Dezember waren wir hier in Dresden, weit über 20.000 Menschen. Wisst ihr, dass das bereits die komplette Mitgliedschaft einer Partei ist, aus der ich gerade ausgetreten bin? Wenn wir Pegidianer uns zusammentun, in Deutschland, in Europa, wer will uns dann stoppen? Genau das ist die Horrorvorstellung der Etablierten. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Genau das ist die Horrorvorstellung der Etablierten.
Schaut euch diese pöbelnden und pestenden Apparatschiks in unseren Parlamenten an. Diese Verräter westlicher, aufgeklärter, kultureller Werte. Wie kommen die eigentlich an ihre Posten? Indem sie jahrelang durch Parteihierarchien buckeln. Jede ausgeprägte Haltung wird durch Kriecherei und Abhängigkeiten so lange rundgeschliffen, bis ein stromlinienförmiger Parteisoldat herauskommt. Und den kriegen wir dann auf Wahlplakaten vorgesetzt. So einer tut natürlich alles, um diese Günstlingswirtschaft zu erhalten. Er braucht ja schließlich auch Abnicker und buckelnde Gehilfen. Ein solches System spuckt dann irgendwann auch Oberbürgermeister aus. Eine Frau Orosch in Dresden, einen Herrn Jung in Leipzig, einen Herrn Rother in Köln, einen Herrn Geisel in Düsseldorf. Die Herren übrigens alle von der Scharia-Partei Deutschlands. Genau genommen sind die leitende Angestellte des Souveräns, des Volkes, also unsere Angestellten. Wir sollten sie feuern, und zwar fristlos. Ja. Denn mit aller Macht versuchen diese Leute, Pegida zu verhindern, weil sie freie Bürger als massive Bedrohung ihrer Pfründe erkennen. Überall da, und deshalb heizen diese regionalen Feudalherren auch die Gegendemonstrationen an. Überall dabei die Antifa, vom Verfassungsschutz beobachtet, Bewertung gewaltbereit und linksextremistisch. Sie nennen sich zynisch Antifaschisten und führen doch brutal Krieg gegen angebliche Rassisten und die Feinde ihrer No-Border-No-Nation-Ideologie. Diese neuen Herrenmenschen schrecken nicht mal vor Terroranschlägen zurück, zum Beispiel auf Bahnanlagen und Polizeiwachen. Die zerstörerische Brigade aus Leipzig kündigt ihre 50 Anschlagsziele sogar dreist im Internet an. Bei den jungen Leuten handelt es sich um die Enkel der 68er. Unter dem Deckmäntelchen der Freiheit wurden sie größtenteils anti-autoritär sich selbst überlassen. Persönlichkeit reift aber im Wechsel. Aus liebevoller Zuwendung und Grenzen setzen. Diese Menschen erlitten narzisstische Verletzungen und konnten eben kein Wertegerüst und keinen inneren Halt aufbauen. Sie zeichnen sich durch Bindungsunfähigkeit, Egozentrik, ein labiles Selbstwertgefühl und die Unfähigkeit zur Empathie aus. Je brutaler, entfesselter und irrationaler sie sich zeigen, desto größer scheinen die seelischen Verletzungen zu sein. Leider sind sie nicht zu argumentativen Auseinandersetzungen fähig. Scheiße im Hirn, kann nur Scheiße rauskommen. Doch Politik und Medien legitimieren den gewalttätigen Mob, denn der erledigt die Drecksarbeit für die herrschende Klasse. Ich nenne das bewussten und gezielten Missbrauch junger Menschen. Gehen wir davon aus, dass die Extreme des politischen Spektrums, also die staatsfinanzierte Antifa, wie auch die vom Verfassungsschutz unterwanderte NPD, gezielt an den äußeren Rändern platziert sind, um das Volk in der Mitte zu regulieren. Gerade geschehen durch Oberbürgermeister Jung in Leipzig, der die Gewalttätigkeit der Antifa benutzt, um die Ligida-Demonstration zu verbieten. Was wir sehen, ist die krachende Niederlage der Demokratie. Menschen wie wir, die ihr Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit wahrnehmen, werden bepöbelt, bedrängt, drangsaliert
und sogar körperlich angegriffen. Gleichzeitig kommen Politiker daher und verunglimpfen uns, friedliche Bürger, als Rechtsextremisten und Rassisten. Doch wie umgehen mit Widersprüchlichkeit und eiskalter Gefühllosigkeit? Wir müssen wohl verstehen lernen, dass es nichts zu verstehen gibt. Willkommen in der Freiluftpsychiatrie Deutschland. Bestes Beispiel ist die Nazi-Paranoia. Überall lauern Nazis. Nazi hier, Nazi da. Ob Sarrazin, Pirinci, Helmut Schmidt, Heino oder wir hier alle. Die Presse ist sofort dabei, die Keule zu schwingen und Nazi, Hitler und sogar Breivik Vergleiche aufzustellen. Damit sind die journalistischen und politischen Eskalationsmöglichkeiten auch schon ausgereizt. Was kommt dann? Schlägertrupps? Gefängnis? Überhaupt, wer spricht eigentlich ständig von Nazis und Rassisten? Denkt ihr, liebe Dresdner, von morgens bis abends an Nazis? Nein! Wer hat denn nun den Nazi-Fimmel? Ihr von den Gegendemos oder wir? Wir sind keine Nazis, wir denken nicht an Nazis. Also ist das ja wohl euer Problem. Vielleicht mal Therapie machen, um die Nazi-Obsession in den Griff zu kriegen. Alle, die wir hier stehen, sind nicht bereit, unser Denken einem so absurden Denkkollektiv, einer Meinungsdiktatur zu unterwerfen. Übrigens auch nicht, wenn es um den Islam geht. Der kulturelle Unterschied zwischen dem Islam mit seiner Familien- und Clanwirtschaft zu uns, zum aufgeklärten freiheitlichen Westen, ist viel zu groß. Hier prallt Kollektivismus auf Individualismus. Man kann auch sagen, das Prinzip der Unterwerfung gegen das Prinzip der Freiheit. Nicht links, rechts, oben, unten gestreift, kariert, hetero, homo und so weiter machen den Unterschied zwischen den Menschen. Die Menschen teilen sich durch ein Kriterium. Die, die die Freiheit über alles stellen und für sie durch die Hölle gehen würden, und die, die den Wert der Freiheit nicht erkennen und Normen, Richtlinien und Verbote brauchen, um angepasst und fehlerfrei durchs Leben zu kommen. Oder eben auf den Koran schwören, der mit seinen haarkleinen Vorschriften selbst intimste Privatangelegenheiten regelt. Nur lassen sich die mit dem unbändigen Freiheitswillen auf Dauer nichts von rechthaberischen Obrigkeitsfanatikern und Kulturrelativisten erzählen. Deshalb ist es völliger Stuss zu fabulieren, dass dieser Graben durch Integration überbrückt werden könnte. Sowas behaupten nur die vorhin erwähnten rundgelutschten Politapparatschiks. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Muslime jedoch, die hier leben, und die Werte und die Möglichkeiten zur Entfaltung in unserem Land schätzen und achten. Ja, ihr gehört zu Deutschland. Das eng gesteckte Meinungsdiktat gilt inzwischen sogar für evangelische Pfarrer. Olaf Latzl aus Bremen wird öffentlich in die Ecke des salafistischen Hasspredigers Vogel gehetzt, weil er konsequent und bibeltreu predigt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung läuft und seine Predigt gestern fand unter Polizeischutz statt. Damit ist die Christenverfolgung nun in Deutschland angekommen. Nicht mal
dazu nötig? Nein, die 70 Bremer Pastoren haben das selber erledigt. Wir distanzieren uns entschieden von Fundamentalismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, bla 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 bla. 70 tote Fische, die mit dem Strom schwimmen. Ja. Kirche schafft sich ab. Ja. Noch ein Beispiel. Das berühmte Bärtchenfoto von Lutz hätte einfach nur ein Bärtchenfoto bleiben können. Doch nein, Lachen wurde verboten. Die Presse schrieb eine nationale Katastrophe herbei. Verdacht auf Volksverhetzung. Quasi am gleichen Tag malte sich eine 23-jährige Studentin und Piratenpolitikerin den Satz Bomber Harris, do it again auf die Brüste und stellte das Foto auf Twitter. Mit der Bildunterschrift, das Volk muss weg. Deutlicher kann man Selbstvernichtungsfantasien nicht ausdrücken. Alles bleibt ruhig. Kein Aufschrei, keine Schlagzeile, keine Gegendemo. Zustimmung? Nur die Menschen dieser Stadt reagierten erschüttert auf diesen Aufruf zum Massenmord. 1945 starben hier 25.000 Menschen. Ein Erfolg der Pegida-Bewegung ist, dass immer mehr Menschen die Konspiration aus Politik und Medien erkennen. Sie sehen, wie echte, offene und demokratische Willensbildung verhindert wird. Wundert uns, dass die Bereitschaft zu zivilem Ungehorsam wächst? Uns die Ohren klingeln, wenn sogar ein Schauspieler wie Matt Damon zum zivilen Ungehorsam aufruft? Habt ihr 89 auf ein Demonstrationserlaubnis eines Oberbürgermeisters gewartet? Hey, genau. Welche Möglichkeiten zur demokratischen Teilhabe sieht denn diese Elite für uns vor? Wahlen. Alle 4 Jahre dürfen wir antanzen, um die Funktionäre in den Parlamenten zu legitimieren oder anderen zu Posten zu verhelfen. Und wie sieht diese Macht, die vom Volke ausgeht, genau aus? Wie lange brauchen Sie, um 2 Kreuze zu machen? 1 Sekunde, 2 Sekunden, 5 Sekunden, das war's. Dieser Moment in der Wahlkabine ist die Macht des Souveräns. Und dann tschüss, bis in 4 Jahren. Das soll Macht sein? Nein, Macht sieht anders aus. Streik ist Macht. Die Philosophin Ayn Rand hat das bereits in den 50er Jahren beschrieben. Auch Frank Schäffler hat kürzlich etwas zum Thema Generalstreik publiziert. Berufsgewerkschaften haben Macht. Verabreden sich Lokführer, Piloten, Fluglotsen am gleichen Tag zum Streik, steht dank globalisierter Vernetzung der Welthandel still. Streik kann auch andere Gesichter haben. Übelkeit. Jeden Dienstag im Monat, jeden ersten Dienstag im Monat, einen Tag zu Hause im Bett bleiben. Alle Arbeitnehmer. Nichts kaufen, nicht tanken. Einmal im Monat, alle am gleichen Tag. Produktboykott. Artikel für die Werbung und Anzeigen geschaltet werden, nicht kaufen. Dann kommt ganz schnell Leben in die Bude. Markenverzicht. Viele bekannte Marken gehören nur wenigen Konzernen. Also zum Beispiel Produkte von Nestle, Unilever, Procter & Gamble im Supermarkt lassen. Sobald diese Kaufverweigerung messbar wird, sorgt die Wirtschaft schon dafür, dass der Dialog mit den Verbrauchern aufgenommen wird. Und vielleicht brauchen wir gar keine Partei. Vielleicht brauchen wir eher so etwas wie eine echte Interessenvertretung des Volkes. Eine Volksgewerkschaft. Wir, die Patrioten Europas, haben nichts zu befürchten, denn wir haben den Anstand auf unserer Seite und die Aufrichtigkeit, die Liebe zum Vaterland und zu dem,
was die Söhne und Töchter einer jeden Nation auf die Beine gestellt haben. Jeder, der unsere aufgeklärten freiheitlichen Werte teilt, sie achtet, für sie einsteht, ist uns willkommen. Denn wir brauchen jeden aufrechten Mann und jede Frau auf der Straße beim Gesicht zeigen, bei der Unterstützung derer, die auf unserer Seite an der Front stehen. Liebe Freunde, wir kommen nun zum Schluss. Eins noch. Bitte lasst uns gemeinsam hier vom Pegida-Mutterschiff in Dresden einige unserer internationalen Pegida-Freunde grüßen. Ich lese unseren Ruf. Wir sind das Volk in der jeweiligen Landessprache und danach seid ihr dran. Mit einem kräftigen deutschen Wir sind das Volk, das wir um die Welt schicken. Okay, los geht's. First, we like to send greetings to some of our friends in English-speaking countries. Hello to Pegida United Kingdom, Pegida Scotland, Pegida Ireland, Pegida Iceland, Pegida Canada, Pegida USA, and even hello to Pegida Australia. We are the people. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Bonjour! Bonjour la Pegida France! Nous sommes le peuple! Wir sind das Volk! Hola! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hola Pegida España! Somos el pueblo! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ciao Pegida Italia! Noi siamo il popolo! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hey, Pegida Norge, wir Menesker! Wir sind das Volk! Hello! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Okay, was dreimal. Hello, Pegida Sweden, wir Volket! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Vitae, Pegida Polska! Czestrzenimy luczymy! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Previet Pegida Brasil! Muy luci! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Grüße und Grüezi an Pegida Österreich und Pegida Schweiz! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Und dann natürlich, hallo Pegida Nederland! Weiß eine Menschen! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Viva Pegida! Ihr seid wunderbar! Lächelt euch zu, gebt eurem Nachbarn die Hand von Herzen und verabredet euch schon jetzt fürs nächste Mal! Dankeschön! Danke Dresden! Vielen Dank, Tatjana. Ganz großes Kino. So, liebe Freunde, ich darf euch vorstellen, Götz Kubitschek, unser nächster Gastredner. Einige werden ihn schon gehört haben bei anderen Reden. Götz, ich übergebe. Vielen Dank. Guten Abend, Dresden. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen bis ganz nach hinten. Ich freue mich, dass ich heute hier sprechen kann. Für die Leipziger Legida konnte ich zweimal zum Mikrofon greifen. Und ich muss sagen, die Rahmenbedingungen dort sind ein wenig speziell. Ich war fünfmal als ganz normaler Spaziergänger hier in Dresden dabei. Meine Frau war mit, einige meiner Kinder auch. Das war friedlich, das war eine bürgerliche, ernste Unmutsäußerung über den Problemstau in unserem Land und über unsere berechtigte Zukunftssorge. Das bisschen Gegendemonstranten, das bisschen linkes Krakehlen, das ist so etwas,
wie der Verkehrslärm an einer belebten Straße. Es ist lästig. Es gehört irgendwie zur Stadt dazu und man gewöhnt sich daran. In Leipzig ist das anders. An diesen linken Hass auf das eigene Volk, diesen Hass auf das eigene Land, diesen Hass auf die eigenen Vorfahren, die eigene Kultur und die eigene Haut kann man sich nicht gewöhnen. Der Gang zur Demonstration in Leipzig ist ein Spießrutenlaufen und der Heimweg ist ebenfalls ein Spießrutenlaufen. Polizisten und Legida-Teilnehmer werden angegriffen und verletzt, Gleisanlagen werden beschädigt, Container brennen, Schaufenster werden entglast und Autos demoliert. Nie wieder Deutschland, halt es aus jeder Gasse! Es sind nicht die Einwanderer, die da stehen und toben. Es sind unsere eigenen Landsleute. So viel Selbsthass, so viel maßlose Verachtung des eigenen. So also sind die Leipziger Rahmenbedingungen. Und wir alle wissen, dass die Politik in Gestalt des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung diese Rahmenbedingungen nun auf verblüffend freche Art und Weise geändert hat. Jung muss weg! 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 Legida darf heute nicht spazieren gehen. Legida darf heute noch nicht einmal eine stationäre Kundgebung abhalten. Die linken Schlägertrupps haben den polizeilichen Notstand herbeigeprügelt. Der Staat ist nicht willens oder nicht in der Lage, das Demonstrationsrecht in Leipzig durchzusetzen. Die Politik hat sich damit dem linksradikalen Straßenterror ergeben. Es gibt glücklicherweise genügend offizielle Stimmen, die dieses Einknicken vor dem Mob für einen schweren Fehler halten. Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Staat sein Gewaltmonopol verteidigen möchte oder ob er aufgibt. Was ich aber seit Wochen vermisse, ein klares Wort gegen diejenigen, die dem linken Pöbel den Rücken stärken. Viele halten diese linke Gewalt noch immer für etwas moralisch Legitimes, für einen notwendigen und guten Kampf gegen irgendetwas Böses in uns Deutschen. Diese stillen und weniger stillen Unterstützer der linksradikalen Schläger versammeln sich in den Kirchen und auf Mahnwachen, sitzen in Redaktionsstuben und Parlamenten. Sie verdrehen die Tatsachen, verdrehen das, was jeder sehen kann, der auch nur ein einziges Mal auf einem Spaziergang der Legida oder der Pegida dabei war. Ich will genau dieses Offensichtliche heute unmissverständlich klarstellen. Für die Absicherung unserer Spaziergänge in Dresden oder Leipzig könnten 2 Dutzend Verkehrspolizisten ausreichen. Denn von uns geht keine Gewalt aus. Das war von Anfang an das Bekenntnis der Pegida und das war von Anfang an das Bekenntnis der Legida. Dass wir nun 1000 oder noch mehr
Polizisten auf der Straße brauchen, liegt einzig und allein an der linken Gewalt. Die Polizei muss zu unserem Schutz mit vereinten Kräften antreten. Die Polizisten stehen dabei mit dem Rücken zu uns, weil sie wissen, dass wir ihnen nicht in den Rücken fallen. Sie stehen mit dem Rücken zu uns und müssen denjenigen die Stirn bieten, die uns hassen. Es ist für uns alle hier nicht besonders tröstlich, dass wir die bändigende Kraft des Lebens kennen. Fast alle, die uns krölend und pöbelnd gegenüberstehen, führen in 10 Jahren ein ziemlich normales, meist sogar ein ziemlich bürgerliches Leben. Warum ist das kein Trost für uns? Es ist kein Trost, weil diese Leute eine bestimmte Ideologie in ihren Beruf und in unsere Gesellschaft hineintragen. Diese Ideologie ist im Kern das, wogegen Pegida und Legida und alle anderen protestierenden Städte seit Monaten auf die Straße gehen. Diese falsche Ideologie lautet: Der Mensch, wie wir ihn kennen, gefällt uns nicht. Wir wollen einen neuen Menschen. Wenn wir gründlich darüber nachdenken, weswegen wir heute auf dem Neumarkt stehen, dann fallen uns viele einzelne Punkte ein. Diese einzelnen Punkte kann man aber zusammenfassen in einem einzigen scharfen Gegensatz zu dieser linken Ideologie vom neuen Menschen. Wir setzen folgenden Grundsatz dagegen. Wir wollen keinen neuen Menschen. Wir wissen, dass jede Suche nach einem neuen Menschen ein rücksichtsloses Experiment ist. Wir wissen, dass diese Experimente immer verheerende Folgen haben. Ich muss hier nun nicht die großen Experimente, die großen Katastrophen zitieren. Das Kommunistische, das Sozialistische und das Nationalsozialistische Experiment an einem neuen Menschen. Diese Experimente endeten allesamt verheerend, endeten allesamt in Blutbädern und Knochenmühlen. Und welche Stadt wüsste das besser als das zerstörte Dresden? Für heute soll es genügen, die heutigen Katastrophen aufzuzählen. Die Ideologie unserer Zeit möchte keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau anerkennen. Es gibt also nicht nur 2 Geschlechter, sondern 15 oder 20. Was für ein schäbiges Experiment, was für ein teures Hirngespinst. Wollen wir das? Die Ideologie unserer Zeit hält Erziehung und Bildung für überflüssig. Erziehung ist Unterdrückung, Bildung ist Quälerei. Wohin soll das führen? Es führt in die Oberflächlichkeit ganzer Schülergenerationen. Es führt in eine völlige Unkenntnis über die Geschichte und die Identität unserer Heimat. Wollen wir das? Nein! Die Ideologie unserer Zeit hat einen Narren gefressen an der Bereicherung Deutschlands durch ungebremste Masseneinwanderung. Jeder Ankömmling ist ein potenzieller Facharbeiter. Jeder Ausländer macht unser graues, trauriges Deutschland bunt und fröhlich. Was für ein schrecklicher Irrtum. Bautzen, Hameln, Lüneburg. Das sind nur 3 Ortsnamen aus den letzten Wochen. Dort ist das fröhliche Experiment umgeschlagen
in einen Albtraum für die Deutschen. Und die Beispiele aus den vergangenen Jahren gehen in die Hunderte. Wollen wir das? Nein! Die Ideologie unserer Zeit wird, dies ist das letzte Beispiel, ausgebrütet und getragen von einer politischen Klasse, die meilenweit von der Lebenswirklichkeit der Bürger entfernt ist. Es ist unser gutes Recht, uns nicht mehr vertreten zu sehen von Leuten, die in ihrem Leben nie etwas anderes getrieben haben als das ziemlich schmutzige Geschäft der Parteipolitik. Schachern um Posten, Diffamierung des Gegners, ein Denken in Wahlperioden. Wollen wir das? Nein, wir wollen das alles nicht mehr. Eine Orientierung am Volkswohl und am Staatswohl sieht anders aus. Eine gute Politik experimentiert nicht. Eine gute Politik darf uns nicht überfordern. Eine gute Politik muss den langsamen Wandel unseres Landes im Griff haben. Das große Experiment vom neuen, globalisierten, jederzeit austauschbaren Menschen ohne Heimat ist unseren Politikern über den Kopf gewachsen. Offene Grenzen, europäische Schuldenlast, Überfremdung. Unsere Politiker haben unser Land nicht mehr im Griff. Frei! Frei! Wir sind das Volk! 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 Das Mindeste, das wir fordern, lautet also Schluss mit allem rasanten Umbau. Schluss mit dieser rasenden Beschleunigung ins Auswegslose. Schluss mit diesem Experiment, dessen Versuchskaninchen wir sind. Wir alle brauchen Zeit, um uns von neuem Menschen zu erholen. Wir brauchen Zeit, um in diesem Irrenhaus aufzuräumen. Wir brauchen Zeit, um zu uns selbst zu kommen. Denn das eigene hat unser Volk beinahe vergessen. Die Verachtung des eigenen muss ein Ende haben. Wir müssen die Verteidigung des eigenen auf unsere Fahnen schreiben. Wir alle hier sind bereit, als der immer gleiche, gute, alte, deutsche Mensch unser Bestes zu geben. Wir sind bereit, unser eigenes zu verteidigen. Ich danke euch für heute Abend. Vielen Dank, Götz. Jetzt haben wir noch eine Überraschung, und zwar haben wir noch einen Gast aus Russland, die Anastasia, die ich jetzt gerade suche, da kommt sie. Und sie wird jetzt mal eingehen auf diese wahnsinnig-irrwitzige Kriegstreiberei gegen Russland, die momentan abläuft. Dobry wieczór! Hallo, guten Abend. Liebe Freunde, дорогие друзья, nach 25 Jahren steht in Deutschland wieder eine Mauer. Diese neue Mauer trennt deutsches Volk von der Regierung in Berlin. Politiker wollen den Menschen im Land einfach nicht zuhören. Aber sie vergessen dabei, auch die Pegida-Anhänger sind Wähler. Das heißt, sie können diese Regierung abwählen. Leider ist Referendum, Volksentscheid, mittlerweile ein Fremdwort geworden.
Bei wichtigen politischen Entscheidungen dürfen die Bürger nicht mitreden. Das beste Beispiel ist das Freihandelsabkommen zwischen EU und USA. Auch die Freiwahl der Krimbevölkerung zu Russland zu gehören, wird nicht anerkannt. Die folgende aggressive Politik und Sanktionen gegen Russland wurden von Kanzlerin für alternativlos erklärt. Frau Merkel, hören Sie bitte auf, den Volksentscheid der Krim volkswidrig zu nennen. Volkswidrig sind Ihre Sanktionen gegen einfache Menschen und nicht sogenannte politische Elite in Russland wie in Deutschland. Amerikanischer Vizepräsident Joe Biden hatte sich damit gebrüstet, die EU zu Sanktionen gedrängt zu haben. Das bedeutet, die Regierung in Berlin vertritt die amerikanische und nicht die deutschen Interessen. Im Amtseid nach Artikel 56 Amigo hoch! 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 Im Amtseid nach Artikel 56 des deutschen Grundgesetzes steht: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme. Tun Sie das bitte, Frau Merkel. Sonst wäre es mein Eid. Willy Brandt hat mal gesagt, Merkel muss weg! 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 Willy Brandt hatte mal gesagt, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Aber Bundespräsident Joachim Gauck meint es anders. Er sagte, man darf bei den ausländischen Militäreinsätzen der Bundeswehr nicht nur Nein sagen. Inzwischen ist jedem klar, NATO-Kriege bringen in der ganzen Welt nur Tod, Zerstörung und eine Flüchtlings-Tsunami nach Europa. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! NATO ist keine Verteidigungsallianz mehr, sondern ein Brandstifter. Und Deutschlands Freiheit wird nicht am Hindukusch verteidigt. Es geht nur um eine geopolitische Macht der USA. Das gilt auch für den Ukraine-Konflikt. Die EU und vor allem Deutschland finanziert diesen Bürgerkrieg mit Milliardenkrediten. Sie unterstützen Kiewer Bush-Regierung und den von Amerikanern eingesetzten Premierminister Yatsenyuk. Deutscher Außenminister Frank-Walter Steinmeier war ein gern gesehener Gast auf dem Maidan. Als US-Diplomatin Victoria Nuland in dem berühmten abgehörten Telefonat ihre Meinung über Europa und die Europäische Union äußerte. Aber Herr Steinmeier wird nicht müde, wieder und wieder neue Sanktionen gegen Russland zu fordern. Diese Sanktionen schaden auch der deutschen Wirtschaft. Bis heute gibt es keine Untersuchungsergebnisse über den Absturz der Passagiermaschine MH17. Aber diese schreckliche Tragödie wurde sofort missbraucht,
um die weltweite Hetze gegen Russland und Ostukraine zu starten. Die Berliner GroKo-Regierung hat auf der ganzen Linie versagt. In Innen- wie in Außenpolitik. Die gute Beziehung zu Russland, die so mühsam in den letzten 70 Jahren aufgebaut wurde, haben deutsche Politiker in ein paar Monaten für eine mehrere Jahre ruiniert. Fleißig geholfen haben dabei die sogenannten Leitmedien. Lügenpresse! 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 Die hysterische Hetze gegen russischen Präsidenten Putin, die Verdrehung der Fakten, die unüberprüfte Informationen, die sich später als falsch erwiesen, das ist alles eine Schande für die freie Presse. Lieber Herr Steinmeier, nicht nur Sie, auch wir werden im Ausland angesprochen. Welche Wünsche und welche Sorgen führen die Menschen Montag für Montag auf die Straße? Die Antwort lautet, diese Menschen sind nicht fremdefeindlich, sie fühlen sich fremd in eigenem Land. Sie sind enttäuscht von der Washington-hörige Regierung in Berlin. Und sie sind stolz auf deutsches Volk hier auf dem Platz in Dresden. Dankeschön. Wir sind das Volk! 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 Liebe Freunde, zum Abschluss des heutigen Abends habe ich noch ein Grußwort zu verlesen. Ein Grußwort der Holocaust-Überlebenden Ingrid Wustrack und ihrem Mann Otto, 85 Jahre alt, aus Hannover. Ihr lieben, mutigen Dresdner, ich und mein Mann grüßen euch aus Hannover mit einem herzlichen Shalom. Die Bibel sagt uns, um Zions Willen, also um Gottes Willen, wollen wir nicht schweigen. Ihr habt nicht geschwiegen, wenn in Deutschland mit dem Islamismus wieder ein Geist Einzug hält, der unser aller Freiheit bedroht. Juden, Christen, Säkulare, als Ungläubige verfolgt und als Menschen zweiter Klasse ansieht. Für euer Engagement möchten wir Juden euch im Namen aller Juden in Deutschland unseren Dank sagen. Der von uns sonst so geschätzte Präsident des Zentralrates der Juden vertritt nicht die Meinung der Juden in Deutschland. Deswegen habe ich ihm einen Brief geschrieben mit folgendem Wortlaut. Sehr geehrter Herr Dr. Schuster, Ihre Auslassungen gegen die Pegida-Demonstrationen sind völlig inakzeptabel. Jeder normale Bürger sieht ähnlich wie die Pegida-Demonstrationen, dass von islamischer Seite weltweit große Gefahren ausgehen. Ich habe mit meiner Mutter die Shoah mühevoll überlebt, aber seit den Anti-Israel-Demonstrationen im Sommer 2014 weiß ich, dass jüdische Einrichtungen und Veranstaltungen wieder Polizeischutz brauchen. Juden sind nun mal für die islamische Welt der Hauptfeind. Wenn nun ausnahmsweise Deutsche mutig auf die Straße gehen, um ein Zeichen zu setzen gegen die Islamisierung des Abendlandes, dann sollte der Zentralrat doch dankbar sein und kommentarlos die Aktionen verfolgen. Aber bitte nicht einfallen in die üblen Beschimpfungen, dass dort in Dresden Rassisten und Nazis rumlaufen würden. Die Juden in Deutschland müssten eigentlich begriffen haben, dass die Gegner der schlimmsten Feinde Israels und aller Juden die Freunde der Juden sind.
So empfinde ich jedenfalls die Pegida-Demonstration. Und worüber sollten Sie, sehr verehrter Herr Dr. Schuster, ebenfalls nachdenken und nicht gleich verurteilen? Ihr Dresdner in Sachsen, Hunderttausende Deutschen standen Mitte letzten Jahres nicht auf, als überall in deutschen Städten Juden ins Gas und Adolf Hitler und Ähnliches skandiert wurde. Auch die Politik reagierte erst auf die Initiative von Herrn Graumann. Jetzt aber demonstrieren Politik und so viele Menschen ausgerechnet gegen euch von Pegida? Das ist nicht richtig. Denn ihr in Dresden seid gegen die Islamisierung aufgestanden. In Brüssel wurden Juden erschossen, als sie ein Museum besichtigen wollten. In Paris müssen die Menschen in Vorstädten ihren Schutz organisieren, während Muslime in Gruppen immer wieder grundlos Juden angreifen. Bei den Attentaten in Paris waren ein Drittel aller Opfer gezielt Juden. In London, Frankfurt und Berlin werden Juden von aufgehetzten Muslimen angegriffen, nur weil sie eine Kippa oder einen Davidstern tragen. Alle Täter waren keine Rechtsradikalen, sondern Menschen islamischer Herkunft. Wer ist dagegen aufgestanden? Ihr Dresdner habt es getan. In der gesamten islamischen Welt gibt es kaum einen gewählten Bürgermeister, keine echte Meinungsfreiheit, keine Glaubensfreiheit, kein Gefängnis ohne Folterknechte, keine Gleichstellung von Mann und Frau bis hin zur blutigen Beschneidung von jungen Frauen, Zwangsverheiratungen, bestialischen Strafen von Scharia-Gerichten. Es gibt Verfolgung von Christen und Andersdenkenden im schlimmsten Ausmaß. Es gibt Hamas, Hisbollah, die Muslimbruderschaft, Al-Qaida, Boko Haram und ISIS. Es gibt Bürgerkrieg, Tod und Terror, wohin man auch sieht. Damit diese islamistische Ideologie mit Scharia und Dschihad nicht weiter in Deutschland Einzug hält, dafür steht ihr als Pegida mit friedlichen Mitteln wie ein Bollwerk. Jeder, der sich an der Freiheit freut, soll an eurer Seite stehen. Die Kritik richtet sich nicht an die vielen gut integrierten Muslime und Freunde, sondern gegen solche Politik, die islamische Bedrohung zulässt und fördert. Es waren friedliche Märsche um die Stadt, die die Mauern von Jericho zum Einsturz brachten. Es waren friedliche Märsche von Martin Luther King, die die Abschaffung der Rassentrennung in den USA herbeiführten. Es waren friedliche Märsche von Gandhi in Indien, die die Gleichberechtigung der Inder verbesserte. Es waren friedliche Montagsmärsche in der DDR, die die Mauer durch Deutschland niederrissen, ohne einen einzigen Schuss. Und es werden jetzt wieder eure friedlichen Märsche sein, die europaweit die Einwanderungspolitik verbessern werden, um das gute Zusammenleben der Menschen in Europa vor schlimmen Einflüssen zu schützen. Ihr Sachsen, ihr habt ein gutes Gespür für Recht und Unrecht. Wir Juden vertrauen euch. Macht weiter so. Einen herzlichen Gruß aller Juden in Europa und auch aus Israel. Wir stehen an eurer Seite mit Gottes Segen. Gezeichnet Ingrid und Otto aus Hannover. Ich grüße damit Hannover recht herzlich. Ingrid, leider könnt ihr altersbedingt nicht zu uns reisen. Vielleicht kommen wir euch mal besuchen. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass wir heute eine sehr gute Veranstaltung hier hatten, einige Inhalte vermitteln konnten und wir freuen uns auf die kommende Woche. Und nächste Woche wird wieder spazieren gegangen. Wir kommen wieder, wir kommen wieder, wir kommen wieder, wir kommen wieder, wir kommen wieder. Wie immer zum Abschluss hätte ich gern unser beliebtes Bild mit den Tausenden von Lämpchen, Handys und so weiter, damit auch dem Letzten ein Licht aufgeht und die Frauenkirche etwas angestrahlt wird heute. Juhu! Juhu!
Dresden zeigt, wie es geht. Wieder die Belehrung, bitte nicht einzeln, geht in Gruppen nach Hause. Und für nächste Woche heißt es, wie jedes Mal, jeder bringt einen mit. Ich erkläre die Veranstaltung für heute für beendet. Vielen Dank, Dresden! Ja, oder kommt sie hier?